Hallo, meine Lieben, ich habe heute ein Rätsel für euch und zwar das Finale von Ini Lorenz ihrer Reihe. Ich weiß immer noch nicht. Ja. Auf jeden Fall steht hinten nur drauf der Höhepunkt der Bestseller-Trilogie. Und zwar Juliregen, es ist ja, von dieser Trilogie. Der letzte und dritte Band. Ich habe es aber auch noch nirgendwo wirklich. Hat die Reihe überhaupt einen separaten Namen? Weil hier hinten werden zwar die nur wieder vorgestellt, aber nicht wirklich, ja, nicht wirklich erwähnt, ob die Reihe jetzt definitiv einen Namen hat. Also, es ist im Weltbild Verlag erschienen, hat 689 Seiten und kam 2011 raus. Und somit habe ich 2018 eine komplette Reihe gelesen. Yay! Und ja, man soll nicht immer nur rein anfangen, sondern auch beenden. Klar, zu dem spannenden Finale kann ich euch jetzt nicht zu so viel verraten. Auf jeden Fall dreht es sich wieder um unsere Hauptprotagonistin Lore oder Lore. Lore? Ich weiß immer noch nicht, wie man sie betont. Auf jeden Fall ist es Berlin 1887 und wir erleben natürlich sehr viele Intrigen und Katastrophen und Happy Ends und ja, das ist so ein typischer Finaleband. Also es kommt so alles mit einmal, es passiert natürlich wieder am Anfang irgendwas, das bauscht sich dann auf und ja, und dann wird es halt nach und nach vielleicht wieder aufgeklärt, vielleicht auch nicht, aber ja. Also man kann auf jeden Fall gespannt sein. Wir erwarten sehr, sehr viele neue Wendungen, spektakuläre Ereignisse und ja, einiges macht auch Sinn wieder von den Vorbänden, was sie da alles so durchgemacht hat oder was sie da alles so erlebt hat. Findet alles jetzt sozusagen zusammen und ja, hat mir sehr gut gefallen. Auch dieses Historische wieder klar. Es sind einige Sachen sehr in den Vordergrund gerückt und einige Themen eher so in den Hintergrund, aber das tut der Geschichte keinen Zwang ab. Sie ist trotzdem noch spannend von vorne bis hinten. Ja, auf jeden Fall lernen wir auch noch einiges, was so die ja, 80er, 18. Jahrhundert, was so einiges dann noch abging. Auch allein wie die Verhältnisse waren zwischen Stadt und Land, dass man ja als Städtler, sage ich jetzt mal, wenn du da ein Bankberuf hattest, warst du ja schon in einer sehr höheren Position und hattest dementsprechend auch Luxus zur Verfügung, die du jetzt vielleicht als Hofgutbesitzer jetzt nicht so hattest, aber dafür auf dem Lande halt auch wieder was Höheres warst, weil ja auf dem Land warst du entweder Hofgutbesitzer, also dir hat entweder der ganze Hof gehört und du hast ihn verwaltet und damit Geld eingebracht und hattest somit deine Angestellten, die Feldarbeit für dich gemacht haben, wo die du dafür halt bezahlt hast oder halt, ja, wie heißt es so, Hausarbeit wurde dann halt auch von den Leuten mitgemacht, lauter so Zeugs. Und ja, und in der Stadt lief das ja eigentlich fast genauso ab. Also du hattest ja auch, wenn du höheren Beruf hattest und dementsprechend ein höheres Einkommen hattest, hattest du ein viel größeres Haus zur Verfügung oder hast es dir zugelegt, um halt Bälle oder Veranstaltungen zu geben, um halt wieder präsent für die Öffentlichkeit zu sein, weil du bist dann halt ständig in der Öffentlichkeit im Gespräch und sehr viele Leute haben dann Einfluss auf dich oder du auf die. Das kommt halt auf deine Position drauf an und ob du halt dieses ganze Spiel durchschaust. Aber hast du halt in der Stadt Geld, hast du halt auch sehr viel politischen Einfluss oder halt auch anderen Einfluss in andere Bereiche. Aber du hast genauso wie der Hofgutbesitzer, hast du genauso Angestellte. Du hast genauso eine Nanny, die sich um deine Kinder kümmert. Du hast genauso eine Putzfrau. Ja, Putzfrau sagt man jetzt nicht, aber sonst, wie sagt man, so eine Hofdame, die einfach nur mit dir rumläuft, die schick macht. Also die Frau zieht dich an als Frau. Also sowas hat ein Mann natürlich nicht, sondern nur Frauen. Die Frau hat dich anzukleiden, die hat dich herzurichten, also Haare zu stylen und das Make-up zu machen und halt mit dir als Anstandsdame durch die Gegend zu laufen, weil es ziemte sich ja nicht in der Stadt als alleinige Frau irgendwo hinzulaufen oder hinzugehen. Also du kannst ja nicht einfach sagen, hey komm, ich geh mal kurz einen Kaffee trinken, ich habe gerade
wie wird es hier zu Hause gerade so viel? Nein, die Frau, die kommt mit. Und wenn du Glück hast, stellst du halt, sag ich jetzt mal, eine ein, die du sympathisch findest und mit der du dich sehr gut verstehst. Aber man braucht halt auch wieder ein gewisses Vertrauen zu der Person, weil die halt auch deinen Alltag miterlebt, weil die in deinem Haus wohnt. Dann hast du natürlich auch Leute, die dein Essen für dich kochen, also so eine Köchin, die gleichzeitig auch guckt, dass ständig Einkaufssachen in deine in dein Haus kommen. Die guckt, dass das Anwesen gepflegt aussieht, die dir auch bei Veranstaltungen hilft. Also du gibst sozusagen die Gästeliste vor, wer kommt alles, wer darf wo wie sitzen. Du sagst vor, das und das an Essen soll es geben. Aber die hauptsächliche Arbeit macht halt diese Person. Sie tut halt auch überhaupt den kompletten Alltag. Alles machen sie, sorgt, dass Geschirr sauber ist, dass die Wäsche gewaschen wird, dass die Wäsche aufgehangen wird, dass wenn Tiere vorhanden sind, also so Haustiere oder so, dass die halt versorgt werden, dass wenn Kinder da sind, dass da auch nochmal gewisse Regeln herrschen und lauter so Zeug. Also wenn wir uns genau sind, sind eigentlich beide auf einer sehr ähnlichen Position. Nur dass halt Stadtmenschen damals halt mehr gewürdigt worden sind, meines Erachtens nach. Und klar, du hast in der Stadt auch, sage ich jetzt mal, zur damaligen Zeit viel mehr Möglichkeiten gehabt, irgendwas zu bewirken oder mit irgendwas Geld zu machen. Und auf dem Land hast du jetzt nicht wirklich groß viel Auswahl. Du weißt, wenn du auf dem Land einen Hof erbst oder dir kaufst oder anschaffst, du weißt, du musst irgendwas anpflanzen und um damit Geld zu machen, um das dann auf dem Markt zu verkaufen oder irgendwas. Oder es weiter, was weiß ich, wenn du jetzt Weizen anbaust, dass du halt nicht das Weizen, also die Weizenkörner verkaufst, sondern dass du es dann erst zu Mehl mahlst und dann halt das Mehl verkaufst oder halt beides, dass du halt die Hälfte so verkaufst und die andere Hälfte als Mehl. Aber lauter so Zeug, da muss man sich halt auch Gedanken machen. Aber so wirklich viel Auswahl hat man halt nicht. Man kann halt wirklich nur vom Angebauten nehmen, also höchstens von Obst und Gemüse oder Getreidesorten, aber halt mehr Auswahl hat man halt nicht, irgendwas sich großartig aufzubauen. Und da hat man halt im Vergleich zu der Stadt wesentlich weniger Möglichkeiten, ja. Und Lore und ihr Mann und ich sage jetzt mal der Hauspersonal, weil ist ja das Kindermädchen und die Anstandsdame und Köchin und dann auch der Butler, der halt ständig die Türen für dich auf und zu macht und der fragt, haben Sie noch Durst oder soll ich Ihnen einen Tee bringen oder brauchen Sie irgendwas Bestimmtes? Also der kommt auch ständig und fragt nach. Und der macht auch deine Botengänge, das heißt, der bringt auch die Briefe, sorgt er dafür, dass die von A nach B kommen oder beauftragten Kutscher oder irgendwas oder ja, der Butler ist dafür zuständig. Das ist eigentlich so, wenn du jetzt sagst, du willst morgen um 9 in was weiß ich wohin fahren mit der Kutsche, dann hat der Butler das so vorzubereiten und die Leute so darüber informieren, dass das alles hergerichtet ist. Oder wenn du sagst, du willst verreisen, dann hat der dafür zu sorgen, dass deine Koffer gepackt und mit den richtigen Klamotten und dass die dann nur aufstehen brauchst, essen musst, deine Jacke und Schuhe anziehen musst und dich dann in die Kutsche setzen kannst, weil die schon vor dem Haus steht und deine Koffer schon drinne sind. Also so kann man sich das vorstellen, weil der hat man ja auch noch. Deswegen sage ich einfach mal Hauspersonal. Und mit denen erlebt sie natürlich viele verschiedene Sachen und es ist natürlich auch so, Lore ist ja eine sehr liebenswürdige und verständnisvolle Frau. Also sie kann auch hinter die Fassaden gucken. Das heißt, sie weiß, ob der Mensch das gerade gut meint oder nicht. Aber sie hat halt auch so einen. Sie kann sozusagen von Menschen, die sie nicht leiten kann. Aber sie weiß, es ist gerade in der Situation, wo sie tough sein muss. Also das heißt, sie sind gerade auf einer öffentlichen Veranstaltung, wo sehr viele Leute sind und wo dich sehr viele Leute beobachten. Und die haben aber Einfluss auf dein Leben. Das heißt, die haben Einfluss auf deine Karriere bzw. die auf deinen Mannes. Das heißt, wenn du dich falsch benimmst, kann es sein, dass dein Mann seinen Job verlieren kann, nur weil du als Frau in diesen Jahrhunderten schlechten Ruf hast. Und wenn da halt natürlich deine Erzfeindin kommt, die ständig irgendwelche Tratsch- oder Lügengeschichten weiter erzählt, dann hast du natürlich keine Szene zu machen, sondern du hast sehr hoch, mit hoher Freundlichkeit auf diesen Menschen zuzugehen und
ganz normal so, als wäre nie irgendwas passiert. Natürlich hast du im Hinterkopf so die ganze Zeit, du darfst dir bestimmte Informationen nicht geben, weil du dich sonst selber ans Messer lieferst oder so. Aber halt so ein bisschen, sage ich jetzt mal, Smalltalk und so heile Welt zu machen, aber halt hinter deinem Rücken dann so sagen, ach, so eine blöde Kuh oder irgend sowas, kann man sich dann aufregen oder man muss ja auch nicht noch sich nochmal mit der persönlich treffen. Muss man ja nicht. Aber das sind halt solche Sachen, wo sie natürlich auch drüber stehen muss und was sie, finde ich, sehr gut macht. Sie hat auch ein sehr familiäres, liebevolles Verhältnis zu ihren Angestellten, meines Erachtens nach, was ja natürlich auch nicht selbstverständlich ist. Viele sind ja sehr arrogant und sagen, hier, ich habe Geld, du hast es zu machen, ich bin dein Boss, respektiere mich mal mehr oder sonst was. Und klar gibt es solche natürlich auch, aber Lori ist halt, sage ich jetzt mal, eine von den nettesten Chefinnen, würde ich jetzt mal sagen, die man so haben kann. Und ja, hat mir sehr gut gefallen. Packendes, spannendes Finale. Es werden natürlich verschiedene Themen auch angesprochen, wo ich mich sehr darüber gefreut habe. Und kann ich euch wärmstens empfehlen, diese Reihe. Es ist natürlich historisch, historische Romane, also man muss es mögen. Es ist auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, spektakulär, actionhaft ist nicht, aber es ist schon sehr, sehr spannend. Es passieren Sachen, mit denen man gar nicht so rechnet, oder ja. Und die dann natürlich einen auch richtig fesseln beim Lesen. Es ist wieder in mehrere Teile eingeteilt und jeder Teil ist in einzelne Kapitel nochmal unterteilt, was natürlich bei allen Bänden jetzt so war. Hat mir auch sehr gut gefallen. Klar, es sind viele römische Zahlen. Das ist halt schwierig, wenn ich jetzt, sagen wir mal, davor eins hatte, wo also man hat sozusagen die ganze Zeit davor Bücher gelesen, wo halt immer diese richtigen Zahlen als Überschriften standen, als Kapitelüberschrift und dann war halt auf einmal wieder römische. Also ja, man kommt ein bisschen raus. Hat mir aber desto trotz sehr, sehr gut gefallen. Kann ich euch sehr empfehlen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!